Moin, moin, liebe Freunde des kulinarischen Hochgenuss. Sehen wir das Video hier als Abonnenten-Special und so ein bisschen Satire an, okay? Dann wisst ihr schon mal, auf was ihr euch einstellen könnt. Wartet mal. Besseres Licht, oder? Habe ich lieber ein Pornobiken in der Brille? Ich glaube, ich habe lieber ein Pornobiken in der Brille. Ja, damals noch. Unter Mike Spielekotte war das, glaube ich, noch schön mit vollem Haar und einem bisschen längerem Bart, ist er aus wie Radagast der Braune. Und hat so kulinarisch wertvolle Videos gemacht wie Frikadellen-Käsetoast-Tutorial, ja, oder Senftoast-Tutorial, Kochschinken-Käse-Tutorial. Diesmal gibt es, ja, Fleischwurst, aka Geflügel-Mortadella. Und Toastbrot-Tutorial inklusive Senf. Es ist wieder soweit. Ein Toast-Tutorial ist am Start, Freunde. Ich habe mir echt Gedanken gemacht. Also, wichtigste Zutat ist das Toast. Ich empfehle euch das Super Sandwich. Schmeckt mega nice. Und kann man sich auf jeden Fall gönnen. Wir haben heute ein Kochschinken-Käse-Sandwich. Food-Tutorial. So will ich es mal nennen. Toastbrot. Und heute wird es kulinarisch anspruchsvoller, liebe Freunde. Die letzten Male war ja immer nur so Larifari. Ne? Das ist easy. Ja, und diesmal gibt es Käse dabei. Und Frikadellen. Und Chilisauce. Und dann, das war mein Highlight persönlich, ja. Das war mit dem Sandwich-Toaster. Tatsächlich habe ich den Lachshasen hier noch stehen, ein bisschen ramponiert in die Jahre gekommen, ne? Aber lebt noch. Oder der OG-Toaster, mit dem ich damals die Toast-Tutorials aufgenommen habe. Ja? Also, hier kommt nichts weg. Liegt vielleicht auch daran, weil ich jahrelang schon einen neuen Toaster holen wollte und noch nie einen geholt habe. Gott munkelt. Ja, diesmal, Freunde, begeben wir uns auf ein ganz neues Level. Das verrate ich euch schon mal. Wir nutzen unter anderem den Hela Gewürzketchup. Curry, leicht scharf. Wer was anderes sagt, Hela Gewürzketchup auf die Eins. Ja, wer was anderes sagt. Die Meinung wird gar nicht ernst genommen. Ne? Also, wenn ihr was in den Kommentaren schreibt, gegen Hela blockiert. Ne? Nein, Spaß. Natürlich nicht. Aber mal gucken. Dann, beste Senf, wo gibt. Pomi mittelscharf. Delikatess-Senf. Übelst nice. Hat sogar ein C bei Nutri-Score. Kann also nur gut sein. Ja. Das brauchen wir. Und dann das Wichtigste, denn ihr habt es im Titel ja schon gesehen, es wird ein Bockwurstbrötchen-Tutorial. Absolut nice, ganz neues Level. Ne? Weg vom Toast, hin zum Brötchen. Hier von Kamms meines Vertrauens um der Ecke, 10 Meter weiter, weil morgens bin ich zu faul, einfach woanders hinzugehen. Einfach offen und ehrlich lieben wir. Na, Brötchen sind manchmal nice. Manchmal einfach nicht so cool. Ja, so wie heute. Die sind wieder zu doll gebacken. Manchmal bekommen sie es hin, da sind sie einfach so ein bisschen weich. Kennt ihr das? Wenn die so knusprig sind, mag ich gar nicht. Hab mir gefühlt mein Zahnfleisch schon kaputt gemacht. Warte mal, jetzt muss ich da hinten in die Tüte treffen. Sieht man die Tüte? Ja, aber darf ich mit rechts? Warte, ich werfe mit rechts, okay? Ich hoffe, das sieht man. Ach, scheiße. Aber es war nicht so weit entfernt. Ne? Oh, shit. Hab die Spalt von meinem Sohn umgekachelt. Wenn er die morgen aufwacht, hat er eine Überraschung. So. Schön das iPhone Max hier runterschmeißen. Warum auch nicht? Ja, so viel zu den Brötchen. Finde ich nicht so nice. Manchmal gut, manchmal nicht. Wie sieht es bei eurem Bäcker aus? Dann meine Bockwürstchen. Erste Wahl tatsächlich. Schön von ja. So wie damals immer, egal ob
Senftoast-Tutorial, die Schinkenwurst immer von ja oder die Frikadellen von ja mit dem Käse auch. Ne? Jetzt sind wir bei der Schinken-Bockwürste angekommen. 5 Stück gibt es für 3,79 oder so. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr die warm macht. Ne? Ich liebe es halt, wenn die so ein bisschen warm sind. Oder ob ihr die kalt zu euch nehmen wollt. Ne? Schönes Messer von Omi. Es steht sogar Gourmet mit drauf. Sieht man wahrscheinlich nicht. Doch da so ein bisschen. Seht ihr? Kann nicht so verkehrt sein. Dann einmal angeschnitten. Passiert mir immer noch oft genug, dass ich es einfach ganz durchschneide. Ist nicht gut. Muss immer so ein bisschen Rest sein, dass man es nur so aufklappt. So wie so eine Auster hier, ne? So. Dann ist perfekt. Dann muss ich wieder in den Kühlschrank legen. Habe ich nur draußen gelassen, damit ich es euch zeigen kann. So. So viel dazu. Dann das Wasser. Ne? Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ist hier im Topf. Ich lasse eben ab, ja? Also ich nehme euch da jetzt nicht mit auf die Reise. Dann baller ich immer kaltes Wasser mit rein, damit ich mir nicht die Pfoten verbrenne. Oh, perfekte Temperatur. Oh, warte. Guck mal, wie ich es mache. Guck mal, da seid ihr voll dabei. Oh ja. Es ist nice, oder? Was eine View. Let's go. So. Dann rein mit der Wurst ins Brötchen. So, jetzt. Jetzt wird es twaggelig. Lass meinen Topf erstmal stehen. Ne? Erste mit Tomi. Mit Senf. Erstmal schön großzügig. Muss ja schmecken, ne? Und dann. Ja. Also wahlweise könnte man noch Gurken oder Röstzwiebeln reinmachen. Käse würde ich nicht machen, also ganz ehrlich. Und dann andere mit Ketchup. Naja, das sieht doch schon nach was aus. Ey. So. Dann würde ich sagen, volle Gönnung. Ja, das hebe ich mir für später auf. Ah. Rein in den Senf. Kennt ihr so Mukbang-Videos? Genauso fühle ich mich jetzt. Oh, oh. Ich will nicht, dass ihr getriggert werdet. Lieber richtig rumhinnigen. Absolut nice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das Abonnenten-Special. Wenn ihr mehr so Qualität-Content sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Mega nice, würden uns voll drüber freuen. Auf zu den 250 Abos. Let's go! Tschö, mit Öl, würde mich über eure Kommentare freuen. Liken. Gerne an eure Freunde schicken. Ey, guckt mal, was ich für ein Dulli gefunden habe oder so. Wäre nice. Macht's gut.